Isabel in Riskierwas. Das finde ich klasse. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das finde ich auch genauso klasse. Denn wissen Sie, was heute vor 245 Jahren genau war? Johann Wolfgang von Goethe wurde in Frankfurt geboren. Unser deutscher Dichterfürst Nummer 1. Okay, wir starten gleich. Aber die anderen beiden haben natürlich auch ihre Chance, hier bei uns zu gewinnen. Das hat jeder Kandidat. Es geht nämlich um einiges hier. Es geht um Geld, es geht um Reisen, es geht um... Ach, Preise, Sie wissen ja selbst Bescheid, liebe Zuschauer. Und es geht darum, dass unsere Kandidaten richtige Antworten finden. In der ersten Runde 11 aus 16. Und ihr müsst auch obendrein noch schnell sein, das wisst ihr auch. Hier sind erstmal 16 Antworten. Von deutscher Baukunst. Laoco on Torquato Tasso, Iphigenie von Tauris, Winkelmann und sein Jahrhundert, der grüne Heinrich, die Wahlverwandtschaften, Wilhelm Meisters Lehrjahre, Götz von Berlichingen, die Räuber, Hermann und Dorothea, Satyros, das Käthchen von Heilbronn, Clavigo, die Leiden des jungen Werther und Emilia Galotti. Sie lautet, welche Werke stammen von Johann Wolfgang von Goethe? Darum geht's. Geht das? Also das möchte ich nicht hören in dieser Show, ist das klar? Okay. Gut. Wenn das kommt, ist Zeit weg und Geld weg und der Nächste ist dran. Gut, Markus, 50 Mark für dich, wenn die Antwort stimmt. Es geht jetzt los. Die Leiden des jungen Werther. Die Leiden des jungen W. Was ist denn das? Ja, das ist doch prima. Die Räuber. Die Räuber. Martin, die Räuber sind von Schiller, Markus und Jasmin ist somit wieder dran. Jasmin, du stehst an zweiter Stelle. Komm. Die Wahlverwandtschaften. Die Wahlverwandtschaften. Leute, Handball! Oh, wer war denn da zuerst? Alexander hat gleich draufgehauen hinten auf den Ball. Markus, dann müsst ihr schneller sein. So, was möchtest du denn? Geld? Wie sieht's denn aus? Du führst im Moment auf jeden Fall. Oder möchtest du einen Preis? Ich möchte einen Preis haben. Okay, lassen wir uns überraschen. Ein Videoprozessor von Vivanco mit Mikrofon und Kopfhörer, eine stufenlose Regulierung von Schärfe, Kontrast und Farbe sowie die Splitline zum parallelen Vorher-Nachher-Vergleich ermöglichen eine komplette Videonachbearbeitung von Bild und Ton. Jetzt bist du zu Hause, wie arbeitet damit, Alexander? Das ist super. Okay, und Jasmin, du hast aufgeholt auf 650 Mark und bist noch dran, wenn du möchtest. Schnell? Hermann und Dorothea. Oh, da hat's gebimmelt. Ah, das heißt, Alexander ist dran. So leid's mir tut, aber so ist es bei uns. Emilia Galotti. Noch eine richtige Antwort. Das war eine falsche. Geld ist weg. Markus. Das war von Lessing übrigens. Laocoon. Und ist das die richtige Antwort? Das ist die fünfte falsche. Das war leider falsch. Auch ein Werk von Lessing. So, Leute. Das wäre es noch gewesen, Satyros. Und es geht gleich weiter mit derselben Spielweise, denn wieder haben wir 16 Antworten, davon sind 11 richtig und 5 falsch. Die Kandidaten müssen natürlich die richtigen finden und hier sind die 16. Südafrika, Portugal, Spanien, Argentinien, Ungarn, Schweiz, Schweden, Österreich, Australien, Rumänien, Deutschland, Belgien, Chile, Niederlande, Griechenland und Frankreich. Johann Wolfgang von Goethe war ein Lebemann, der auch ganz gern mal ein Gläschen Wein zu sich nahm. Und da lag es natürlich nahe, dass er Italien besuchte. Das Land, in dem am meisten Wein getrunken wird. Und wir fragen jetzt die Kandidaten, in welchen Ländern wird denn noch am meisten Wein getrunken? Also wir suchen nach Italien die Länder mit dem höchsten Pro-Kopf-Weinkonsum.